Brauchst du gar nicht mit denen reden, vollkommener Schwachsinn, das bringt doch nichts. Die lügen das sowieso und drehen es dann so, wie sie wollen. Ich habe Angst um meine Kinder. Wir müssen bedenken, wie dort reingehen gerne. Aber was hier immer zusammengeschnitten wird bei den Medien, was zurechtgestützt wird, ist eine Frechheit. Wir werden Leute denunziert. Schämt euch, 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 schämt euch. Leute, Leute, warum sind wir dabei? Das weißt du doch schon längst. Weil ihr doch alles verdreht. Ja. Die Frauen sind deshalb hier, weil sie es nicht mehr wollen, dass sie ständig angequatscht werden, vergewaltigt werden und getötet werden. Es reicht wirklich. Genau. Wo bleiben sie denn? Lasst euch nicht zum Werk holen. Geh da rüber. Von den klassischen Medien haben wir uns schon längst verabschiedet. Ja, wir schreiben zu anderen Medien, um drüber eine ordentliche Berichterstattung kriegen, aber nicht euren verlogenen Scheißdreck hier. Wir können doch finanzieren. Such mal mit Arbeit. Und irgendwann nehmen wir Mann hier auf. Sag mal, Sie sind doch sicherlich auch bei Facebook. Auch Ihre Seite ist bei Facebook. Sie wissen ganz genau, warum wir hier sind. Und ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, warum wir hier sind. Das sind Frauenrechte, die hier in Deutschland immer wieder verloren gehen. Berichtet doch einfach mal über die ständigen Vergewaltigungen, über die Messerstechereien, über die vielen Ermordeten. Ja, nee, da redet hier über Dennis Yücel, der kann sich dahin stellen, wo er herkommt. Natürlich haben Sie Angst. Sie nicht, Ihre Frau nicht. Ob ich es erklären kann, ich könnte Ihnen hier tausend Beispiele nennen. Natürlich haben wir hier Angst in Deutschland, weil wir hier die importierte Kriminalität reingeholt haben. Oder besser gesagt, Frau Merkel. Und die Medien unterstützen das. Reichlich. Ja, auch von diesem Kruppzeug da drüben. Auch, natürlich, Überfälle, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, habe ich alles schon erlebt. Kriminelle Ausländer und diese scheiß rote Terroristenpack da drüben. Nee, die müssen nicht alles wissen. Darf ich schon eine Ehre sein? Darf ich schon eine Ehre sein, dass ich überhaupt mit Ihnen hier rede? Ja. Aber selber wollte er nicht gefilmt werden. Ja. Ja, ich habe schon gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Werden Sie gleichzeitig künstlich einen Medienskandal produzieren?
wusste. Die Zimmerstraße befindet sich hinter Ihnen gelegen, rechtsseitig. Das ist Ihr Kundgebungsort. Wir möchten Sie bitten, sich zu Ihrem Kundgebungsort zu begeben. Dieser befindet sich hinter Ihnen, rechtsseitig in der Zimmerstraße. Dort können Sie Ihre Kundgebung, Ihre Versammlung abhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Zeit 15:56.
Ich habe das selbst so in meiner Verwandtschaft wie ein Mädchen vor Gewalt, die Mutter. Und wann sagen Sie zu Merkels offenen Grenzen? Größte Schweinerei mit ihren offenen Grenzen. Danke schön. Die müsste man, ich sage lieber nicht, was man mit der Frau machen müsste. Trotzdem danke für die ehrliche Meinung. Ja. Und schönes Wochenende. Ganz, ganz große Schande, was die Frau macht. Die Frau hat Deutschland kaputt gemacht, auch Europa macht die kaputt. Danke. Die Frau Merkel. Liebe Polizei, ich war noch immer ein Einzelner. Ha ha ha!
Schuhe. Entschuldigung. Und du wirst deine Knie beugen. Nein, du wirst deine Knie beugen, Karpat. Und du wirst für diese Lüge Rechtfertigung nehmen. Du lügst. Und du weißt es. Du weißt es. Ich kenne viele Moslems. Viele Moslems. Viele Moslems sind mit mir befreundet. Viele Moslems sind mit mir befreundet. Du lügst. Und du wirst dafür in der Hölle schmoren. Ich will sie nicht. Ich will sie siegen. Du lügst. Du lügst! Ich mach dir Angst! Ich bin ein deutscher Bürger! Ich bin ein deutscher Bürger! Du bist ein deutscher Bürger! Du bist ein deutscher Bürger! Du bist ein deutscher Bürger! Ich will dir den Verlust und hier! Du bist ein deutscher Bürger! Du hast einen deutschen Pass! Ich habe ihn! Sie haben auch den Lunderhandel! Ich bin auch ein deutscher Bürger! Willst du mich beleidigen? Willst du mich beleidigen? Übrigens auch Moslem und er würde sowas wie dem in den Arsch treten.